Nach Bundesratspräsidentin Sonja Ledel-Rossmann wird Nationalratspräsidentin Doris Bures das Wort ergreifen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Gertrude Schneider und Walter Ahlen wären heute nicht hier, wenn nicht andere für sie da gewesen wären, wenn nicht andere auf sie aufgepasst hätten. Gertrude Schneider wäre wahrscheinlich nicht mehr am Leben, wenn ihre Mutter sie nicht gerettet hätte. Sie sollte als junges Mädchen alleine im KZ Stutthof bleiben, während ihre Mutter und ihre Schwester als Zwangsarbeiterinnen in ein Außenlager gebracht wurden. Alleine hätte sie kaum überlebt. Ihrer Mutter ist es gelungen, sie zu sich zu holen, mit viel Mut und mit der Notlüge, Gertrude sei eine gelernte Dachdeckerin. Zu dritt haben sie überlebt. Den Vater haben sie nie wieder gesehen. Er ist in Buchenwald gestorben, kurz vor der Befreiung. Walter Ahlen wäre wahrscheinlich nicht mehr am Leben, wenn seine Verwandten ihn nicht zu sich in die USA geholt hätten. Noch in der Nacht des sogenannten Anschlusses hat die SA mit den Gewehrkolben an die Wohnungstür gehämmert. Walter Ahlen haben sie geschlagen, Geld und Habseligkeiten geraubt und den Vater verhaftet. Walter Ahlen hat überlebt, weil seine Verwandten in den USA finanziell für ihn gebürgt haben und er nach Chicago fliehen konnte. Walter Ahlen war einsam, ohne seine Liebsten auf einem fremden Kontinent, aber er hat überlebt. Niemand hat den Holocaust einfach so überlebt. Den bürokratisierten Massenmord, der keine Vergleiche duldet, der selbst Archetyp des Genozids geworden ist. Überlebt haben den Holocaust nur jene, die viel, sehr viel Glück hatten und Menschen hatten, die auf sie aufgepasst haben. Wir müssen auch aufpassen. Wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus, weil wir wissen, wir müssen aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Das ist unsere Verantwortung aus der Geschichte und das schulden wir auch der Zukunft. Seit fast zwei Jahrzehnten gedenken wir am 5. Mai der Opfer des Nationalsozialismus, der Opfer von Gewalt und Rassismus. In dieser Zeit hat sich vieles verändert. Manches zum Guten, aber nicht alles. Die Zahl antisemitischer Vorfälle steigt in Österreich. Die Zahl der Anklagen nach dem Verbotsgesetz und wegen Verhetzung steigt. Mehr als 1300 rechtsextreme Delikte im Vorjahr. Antisemitismus, Rechtsextremismus, Rassismus, sie zeigen sich mit altbekannten und mit neuen Gesichtern. Wir werden weder die altbekannten noch die neuen Gesichter dulden. Wir werden gegen sie ankämpfen, weil auch das schulden wir unserer Zukunft. Die Gegenwart ist zunehmend geprägt von Ängsten. Angst vor dem Fremden, Angst vor Terror, Angst um den Arbeitsplatz, Angst vor Armut im Alter, Angst um die Zukunft unserer Kinder. Ilse Eichinger hat in ihrer Rede an die Jugend gefragt: Wie kann es uns gelingen,
die Freude in diese Zeit herüberzunehmen, in diese Zeit deutlicher Bedrohung, stetig wiederkehrender Ängste. Also, wie nehmen wir die Freude mit herüber in diese Zeit der Ängste? Was machen wir gegen diese deutliche Bedrohung? Was es braucht, ist Sicherheit. Nicht allein die Sicherheit mit Überwachungskameras und Blaulicht, auch die soziale Sicherheit, das Miteinander, das Aufeinander aufpassen. Dazu gehört auch das einander zuhören, das Miteinander reden. In ihrer Rede an die Jugend hat Ilse Eiching aber auch gesagt, Sätze sind nur wichtig, wenn sie zugleich Taten sind. Es reicht also nicht, wenn wir nur zuhören und nur reden. Wir müssen es auch meinen und tun. Wir müssen gemeinsam als Gesellschaft aufeinander aufpassen und Verantwortung übernehmen. Wir müssen für soziale Gerechtigkeit, für Chancengleichheit und Stabilität sorgen und damit das Fundament für Optimismus und Zuversicht schaffen. Wenn wir es nämlich nicht schaffen, die Verantwortung und die Freude in diese Zeit hinüberzunehmen, wie Ilse Eichinger das so wundervoll formuliert hat, dann riskieren wir alles. Wer Angst hat, ruft nach dem starken Mann. Wer hingegen Freude hat, Mut und Hoffnung, der ist selber stark. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Holocaust hat nicht im Konzentrationslager begonnen, dort hat er geendet. Begonnen hat er hier, da draußen, auch in Wien, wo Gertrude Schneider und Walter Allen geboren wurden. Walter Allen ist in den USA ein Komponist und Musikkritiker geworden. Aber die Vertreibung und die Einsamkeit in den Jahren ohne seine Familie legen einen Schatten über seine Biografie. In einem Interview hat er einmal gesagt, meine Musik ist im Grunde traurig. Ich bin ein richtiger Exilkomponist. Gertrude Schneider ist in den USA Historikerin geworden und sieht den Holocaust so klar wie kaum jemand anderer. Aus zwei Perspektiven nämlich. Aus der des jungen Mädchens, das nur mit einem Tagebuch und der alten Schultasche im Ghetto ankommt und dem Morden der Nazis zusehen muss. Und aus der Perspektive der Historikerin, die das Ghetto analysiert, das sie selbst überlebt hat und die Geschichte seziert, die sie selbst erlebt hat. Zwei Lieder von Walter Allen haben wir bereits gehört und ein weiteres und auch die Rede von Frau Professorin Gertrude Schneider werden wir gleich hören. Und was beide verbindet, außer ihrer alten Heimat in Wien und ihrer neuen Heimat USA, ist, dass sie beide ihre Bücher und Lebenswerke schon vorab der Stadt Wien und einer Stiftung vererbt haben. Gertrude Schneider sagt dazu, meine Bücher werden weitersprechen, wenn die letzten Zeugen schweigen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, denn das zeigt, dass Sie beide weiter für immer auf uns aufpassen wollen. Danke vielmals. Applaus